So Leute, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part hier bei Watch Dogs 2. Und wir haben hier den nächsten Scout X Platz, den wir abfotografieren können. Nice! Flaschenmob! Was? Du willst mit mir schlafen? Naja, komm. Nein. Falsche Gedanken. So, ich wollte hier... Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte in die Scout X. Weil, Kein Besuch in der Bay Area ist vollständig uneinfolgten Straßenprediger zu treffen. Lass mich raten, der ist aber nur am Tag da. Das heißt, das können wir jetzt schon mal wieder abhaken. Hier platzieren. Dann können wir hier mal eine Schnellreise hinmachen. Dann machen wir das jetzt alles mal so ein bisschen fixer, ne? Und mir ist schon wieder warm. Ist ja normal, ne? Ich sag da schon nichts mehr zu. Weil das müsste man eigentlich jetzt... Na wunderbar. Guck dir dieses schöne Bild mal. Also dieses wunderschöne Zeichen. Toll. Sehr schön. So. Was ist denn? Den Alcatraz-Führer, den müssen wir auch noch. Maskierter Musiker, verrückter Prediger. 15 Stück sind es ja jetzt noch. Ja, könnte man gleich hier die, den nächsten Dings hier mitmachen. Die nächste Anzeichnung. Aber wisst ihr was? Ich glaube, da werden wir jetzt mal eben zu Fuß hingehen. Also ohne Auto, ohne Fahrzeug. Weil dann kann ich mich hier nochmal ein bisschen umgedingsen. Was haben wir hier? Ist das schon angemarkert? Moment. Nein. Na. Was haben wir denn da hinten? Was ist denn da? Ah ja. Die müssen wir hacken. Aber ich glaube, da müssen wir erst wieder... Nee, komm, das können wir später machen. Das läuft ja Gott sei Dank nicht weg. Es läuft ja Gott sei Dank nicht weg. Hatte ich eigentlich nicht den Timer gestartet? Ja, nice. Ich war mir jetzt nicht mehr sicher. Was leider öfters in letzter Zeit passiert. Aber egal. Laufe ich eigentlich richtig? Mal so als... Ich laufe komplett eigentlich in die falsche Richtung. Aber man könnte doch eventuell, so Pi mal Daumen, eine Abkürzung nehmen. Oder geht das jetzt? Es würde eventuell gehen, wenn jetzt hier vorne kein gegnerisches Gebiet wäre. Aber man kann sich doch hier bestimmt irgendwie durchmogeln. Ja, was gibt's? Ich höre gar nichts auf diesem Scheißding. Tja. Das ist natürlich schlecht. Wenn du da nichts hörst, muss man zum Ohrenarzt gehen. Machen deine Ohren wohl nicht mehr mit. So, da hinten sehe ich auch schon wieder eine rote Linie. Da können wir auch ein Bündchen mitnehmen. Alter, ich glaube, hier in diesem Gebiet habe ich mich da nicht umgeguckt. Gut, wann waren wir auch schon mal hier? Aber dann können wir das gleich mal hier so ein bisschen intern aktivieren. Und dann passt das ja, Alter. Also in dem Gebiet werden wir noch ganz viel Spaß haben. Das sehe ich jetzt schon.
Aber, also jetzt so missionstechnisch ist hier erstmal nichts weiter. Ich war jetzt eigentlich fest der Meinung, dass hier noch eine, also mindestens eine Nebenmission gewesen sein tut. Aber dann wohl doch nicht. Na gut, aber lieber umgucken, man weiß ja nie, ob man irgendwas übersieht, ne? Das gehört ja alles dazu. Und wenn ich das jetzt, ich sag mal, off-cam machen soll, beziehungsweise, na gut, wenn ich es jetzt off-cam machen würde, wer weiß, was hier dann passiert, eventuell große Schießerei und so weiter und so fort, ne? Ich sehe da oben schon wieder einen roten Kasten. Wo uns wahrscheinlich auch noch... Notruf. Was ist der Grund Ihres Anrufs? Was ist? Kannst du Deutsch sprechen? Wir haben Sie per CTOS lokalisiert. Die Polizei ist unterwegs. Ich wollte sagen, war jetzt aber nicht wegen mir. Ich habe nichts gemacht. So. So. Da haben wir... Ah ne, Eric Rohn, kann das ja gar nicht sein. Nein, ich hab, ich hab nichts gesagt. Alles gut. So. 14 Stück brauchen wir noch. Das Tiddies-Gebäude. Das Tittengebäude, geil! So, wo wäre denn, jenes geseingetute Gedingens, ne? Das denn? Test den Exploit an CTOS was? Geldautomaten? Ach so, ja gut. Ja, ja ist okay. Ja. Alles gut. Gut, dann können wir uns nämlich hier auch noch mal ein bisschen gucken. Hahaha. Wie gesagt, ich lasse das jetzt in dieser Folge einfach mal drin, wenn ich mich jetzt hier noch mal ein bisschen umgucke. Wenn ihr das nicht sehen wollt, beziehungsweise Avatar 2209, du kannst es ja gerne in die Kommentare. Ja. Komm, ich sag lieber nichts. Alles gut. Alle Tote. Laufe ich an die richtig? Also, es sieht so aus. Das ist gut. Ey, voll neben der Spur der Kegel. Ja, das war ich schon immer. Ne? Schon seit meinem, ja, seit meiner Geburt. Aber volle Möhre neben der Spur. Aber das Schöne daran ist, ich stehe dazu und ich ändere auch nichts. Weil wenn man schon dieses dumme Gesicht sehen muss, dann... na gut, wir müssen es ja jetzt nicht sehen, weil ne, ich nehme ja ohne Webcam auf und ich habe Gott sei Dank auch keine mehr. Daher ist das... das ist auch ganz gut. Weiß aber selbst wenn es ein Horrorprojekt sein würde, was ich nochmal let's playen würde. Das. Nee. Das würde glaube ich nichts bringen. Hi. Na? Fällt dir auf, dass es hier kaum Frauen gibt? Gut, dass Noodle diese Computerinitiative für Frauen gestartet hat. Das ist eine geile Nudel. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir, glaube ich, in dieses Gebiet auch irgendwann nochmal hin. Was? Hä? Hallo? Wie, Moment, wie, mein liebes Scout X, wie hättest du jetzt gerne dieses, gebildet Bild, also, ne? Also das Beste wäre, wenn vorne die
dass dieser große Aufbau mit dem blauen unteren Rand dabei ist und das TIDIS-Gebäude im Hintergrund. Habe ich das jetzt. Dann hätte es doch aber hier vorne schon auftauchen können, oder? Also eigentlich. Hallo. Ja, also eigentlich dann hier, oder nicht? Hallo. Wollte nur Bescheid sagen, ich hab's jetzt auch gefunden, ne? So, das Bodypainting-Mädchen, das ist bei Regen natürlich nicht da. Nudel360-Mapper, der ist, glaube ich, auch nicht da. Aber die Murphy-Windmühle, die können wir uns bei Regen angucken. Ist natürlich jetzt in so einem Gebiet, wo man keine Schnellreise hin machen könnte. Dann fahren wir zu dem, beziehungsweise machen eine Schnellreise hin. Und werden uns... Oh, sieht richtig cool aus. Ja, auch so mit dem, mit den Lichtverhältnissen. Also... Muss man ja mal sagen, ne? Also die Grafik, die ist schon echt Bombe. Muss ich ja mal echt so sagen. Ich glaube, ich habe das auch schon öfters gesagt, aber ich sag's gerne nochmal. Ich finde die Grafik so geil, ey. Also richtig rattenscharf. Und wir haben jetzt noch 1000 Meter zu laufen, ne? So wie das ja in, der in dem einen Kommentar ja schon gedingst wurde. Ja. So, das müsste ja so reichen, oder? Ja, nice. So, und warum kommt das jetzt schon wieder? Nein, ich möchte in die App. Mann! Was soll das? Und da mach mich nicht provozant hier. Also provokant, also, ne? Du weißt, was ich meine. So, 12 Stück brauchen wir noch. Sehr schön. Zombies sind, glaube ich, auch nur da, wenn es, erstmal, wenn es Nacht ist und wenn es aber auch nicht regnet, oder? Jetzt weiß ich das gar nicht. Tja. Wisst ihr was? Dann fahren wir erstmal nach Vista Point. Das müsste eigentlich auch so funktionieren. So, wunderbar. Dann haben wir nämlich auch gleich hier so eine Schnellreise. Das passt perfekt. Nebenbei noch mal einen kleinen Schluck getrunken. Was hat der schon hier zu labern? Du bist das perfekte Bild von der Golden Gate? Geh zum Vista Point. Unbedingt. Jedes Foto, auf dem ein Tourist vor der Brücke in die Kamera grinst, Vista Point. Wow. So, war jetzt das Ding hier als Ort gemeint oder was? Der wohl beste Aussichtspunkt für ein Foto von der Golden Gate und San Francisco. Ein Foto von Vista Point aus gehört zu jeder Reise nach San Francisco. Ah ja, okay. Also wäre es ja das Beste, wenn wir die Golden Gate Bridge da drauf. Ach, das ist die Golden Gate Bridge, Vista Point. Na ja, gut. Ist okay. Ich sag nichts. So, es hat aufgehört zu regnen. Gut, dann werden wir uns jetzt mal um die Zombies gedingsen.
Gut, das ist wieder in die andere Richtung, alles klar. Und das Schöne ist, wir haben jetzt hier keinen... Oh, nee, ne? Müssen wir auch hier vorne hin? Hallo? Und jetzt aber ganz schnell irgendwie ein Fahrzeug finden, gedingsen, bekommen, klauen. Komm, scheiß was drauf. Einfach weg damit. Aus weg. Ja, ja. Du weißt Bescheid, ne? Nee, nicht Vorsicht, Leute. Einfach nur Vorsicht, du. Und ich fahre gerade falsch, wie ich das... Oh Gott, hat der gute Bremsen. So, so. Ja, warum, ne? Also, Kumpel, ne? Man sollte das Autofahren üben. Das sagt der Richtige. Perfekte Aussage von einem, der auf einer Schnellstraße einfach zurückfährt. Ist okay. Warum denn nicht? Aber was soll's, ich darf das ja. Ich habe da die berechtigte Erlaubnis für. Und so wie ich jetzt fahre, fahre ich immer. Und genauso ist es auch gut, dass die Leute zur Seite springen. Ups. Das geht doch nicht. Ne? Warum nicht? Verdammte Scheiße. Den Augenblick werde ich festhalten. Oh Mann. Oh je. Geil, ne? Das ist ja heftig. Schön, dass ein Zombie ein Handy hat, ne? Hä? Ja, komm, gib mir mal dein Geld. Das ist jemand will mir absichtlich auf den Sack gehen. Danke. Komm, ich mach einfach mal alles durch. Von lauter Heulsoßen. So, wunderbar. Jetzt haben wir 10 Punkte, die wir noch abfahren müssen. Okay. Der ist, glaube ich, auch nur am Tag da. Der ist am Tag nur da. Die Baumhäuser, die könnten wir eventuell noch gedingsen. Siehst du, da oben müssen wir uns sowieso noch umgucken. Mensch, dann können wir das gleich miteinander verbinden. Wunderbar. Oh Gott, ich hoffe, das ist jetzt kein Problem, dass ich jetzt hier in dieser Folge nur die Scout X-Plätze ablaufe. Auf der anderen Seite, wir schaffen sowieso nicht alle. Also glaube ich jedenfalls nicht. Weil hier oben muss ich mich ja auch noch ein bisschen umgucken. Ansonsten muss ich daran denken, wenn die Folge erscheint, dass ich dann ja, 2 Folgen rausbringe. Wenn ich dann genug auf Vorrat aufgenommen habe. Ich weiß ja nicht, wie ich das jetzt in der nächsten Zeit schaffen werde. Aber dann müssen wir... Reicht das nicht schon so? Ah, wunderbar. Freu mich. Was ist denn das hier für ein Gebiet? Moment. Stopp, stopp. Okay, das ist ein Kleidungsstück. Ja, das ist ja, ne? Freue ich mich ja ungemein drüber. Ich habe so die Vermutung, dass hier oben gar nichts weiter sein wird. Oder eventuell noch ein Forschungspunkt. Na ja, gut. Da müsste man dann nochmal gucken. Aber das hat ja noch ein bisschen Zeit. So. Wir haben es jetzt 4.30 Uhr. Lass einfach mal nicht.
Der erste Leuchtturm mit Nebelsignal, alles klar, dann den müssten wir ja eigentlich auch noch oh Gott. Nur da ganz hinten ins äußerste Eckchen. Ist ja ganz toll. Aber okay. Hören Sie mal, Mann. Sie müssen in Cafés, gibt's Wi-Fi. Richtung sonst. Hören Sie, Ihre Pornos laufen Ihnen ja nicht weg. Was? Pornos nehme ich Ihnen nicht weg? So. Das fällt doch bestimmt nicht auf, oder? Na wunderbar. Hat mich der Polizist gar nicht mitgekriegt. Das ist ja astrein. So, das war das Stoppschild. Egal. Braucht sowieso keiner. Also ich jedenfalls nicht. Wenn die anderen da gerne stoppen wollen, können sie ja machen. Mir soll es egal sein. So, Monsieur Bus, gib Gas. Was gut. Was zwischen Bratva und Sons of Ragnarok. Na, das ist ja... Auf einmal, ne, Moment. Haben wir es jetzt mal. Danke. Sehr freundlich. Und dass du da nochmal einsteigst, das ist ja unfassbar. Ganz toll. So. Einmal. Das Ding. Herrgott, sag, das ist zu alt. Da hinten haben wir auch noch was. Da haben wir noch was. Okay, dann müssen wir da nochmal ganz kurz Lucky Lucky machen. Vielleicht ein Forschungspunkt. Ja, nice. Den können wir, warte mal, wie viel Zeit haben wir denn noch? 7 Minuten 20, also das müsste man ja eigentlich so, ne? Ich kann hier ganz kurz rumgucken. Ich wollte sagen, da wirst du doch wohl hochklettern können, oder? Wenn du das jetzt nicht gekonnt hättest, also Markus, ich hätte echt an dir gezweifelt. Na, sehr schön. Das war... Huch, nein! Markus! Was tust du? Da dazu hin. Danke. So, ja, mitnehmen. 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 Mitnehmen! Nice! Danke! You are welcome! And have a nice day. Wie viele Hunde hier rumsitzen? Boah, voll gedröhnt, ey, oder was? Ich bin so stolz, dass wir Miranda reingewählt haben. Sie ist von... Ich glaub's nicht! Oh. Huch! Ups. Ist das ein schönes Wetter hier heute, wa? Scheiße. Das ist das, ne? Also ich das Handy hat rumgesponnen. Er hatte schon die Info gekriegt, dass er das Handy umtauschen muss, aber er wollte ja nicht.
Der Leuchtturm am Point Bonita ist ein Geheimtipp in der Bay Area. Der Weg dahin ist atemberaubend, aber eher nichts für Amateure. Egal, ich bin kein Amateur, auch kein Profi. So. Ja, komm, ist... Ne? Ich weiß Bescheid. So, jetzt haben wir noch 8 Plätze, die wir ablaufen müssten. Wir können jetzt eigentlich erstmal die machen, wo wir ja Sonne für brauchen. Würde ich jetzt einfach mal so gesagt haben tun, ne? Und das ist jetzt... Leute, könnt ihr nicht einfach mal hier einen Punkt setzen, dass man auch mal eine Schnellreise hinmachen kann? Weil es bringt mir nichts, jetzt hier eine Schnellreise... Ach, komm. Das ist doch nicht wahr. So. Wir schnappen uns mal hier ein Eldo. Kann ich hier nicht so eine Abkürzung bedingsen? Müsste doch eigentlich klappen, oder? So. Ich finde großartig. Ja. Schön, wie komme ich da jetzt hoch? Ach so. Was sollte jetzt hier sein, wenn ich mal fragen darf? Ja. Schön! Ganz toll. Was ist denn hier? 6.20 Uhr morgens? Da können sie eigentlich hier, ne? Nachts sind Ballerinen entweder auf der Bühne oder zu Hause. Toll. Wer weiß, was sie zu Hause macht. Ich... Nee, komm. Ich will es gar nicht wissen. Dann, Also, nein. Oh Gott, was mache ich denn? Ach siehste, ich muss ja sowieso jetzt wieder einen Schnitt machen, weil die Folge ja auch schon wieder vorbei ist. Würde ich sagen, mache ich das jetzt einfach mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge war jetzt nicht allzu langweilig. Aber, na gut, die Scout-Expresse, die müssen wir ja auch jetzt so nach und nach abgefertigt haben. Ne? Weil dann gibt es ja auch noch mal ein bisschen Kohle und hier Follower und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja alles wichtig für uns. Alles klar, Leute, ich melde mich dann gleich in der nächsten Folge wieder und mal gucken, was wir dann so gedingsen werden. Alles klar, macht es gut. Tschüssi!